Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Ohrenpflege, dem Ohrenreinigen. Mein Name ist Farah Eggers vom Grooming Point. Normalerweise kann sich ein gesundes Hundeohr selbst reinigen und benötigt keine zusätzliche Reinigung durch den Besitzer. Ein gesundes Hundeohr erkennt ihr daran, dass es sauber, gut durchblutet, frei von Gerüchen, frei von dunklem Sekret ist und eine leicht rosafarbene Färbung hat. Sind die Ohren sauber, brauchen sie nicht gereinigt werden, da der natürliche Reinigungsprozess einwandfrei funktioniert. In diesem Fall kann eine zusätzliche und unnötige Reinigung sogar das natürliche Gleichgewicht stören und im schlimmsten Fall Ohrprobleme verursachen. Eine gründliche Betrachtung des Hundeohres ist daher immer der erste Schritt bei der Ohrenreinigung. Zum einen solltet ihr einmal die Außenseite betrachten, gerade im Untergrund, ob das Ohr Verletzungen, Kratzer oder vielleicht auch sogar Parasiten hat, und natürlich dann auch die Innenseite des Ohres kontrollieren. Das ist immer der erste Schritt, bevor man dann entscheidet, ob eine Ohrenreinigung nötig ist oder nicht. Solltet ihr bei der Kontrolle des ansonsten gesunden Hundeohres feststellen, dass es schmutzig ist oder sich etwas zu viel Ohrenschmalz angesammelt hat, dann ist die Reinigung des Ohres empfehlenswert und sinnvoll. Die Ohrmuschel und der obere Gehörgang kann bei geringen Mengen an Schmutz ganz einfach mit einem Feuchttuch, wichtig ohne Zusatzstoffe und Parfüm, gereinigt werden. Dafür kann ein Feuchttuch auch um den Zeigefinger gewickelt werden und das Ohr vorsichtig gereinigt werden. Hier seht ihr ein schmutziges Ohr mit ersten Anzeichen von Ohrproblemen. Sieht das Hundeohr nicht wie das eben beschriebene gesunde Ohr aus und ist geschwollen, stark gerötet, schuppig, mit sehr viel dunklem Ohrenschmalz gefüllt, stark riechend und der Hund eventuell sogar schmerzempfindlich beim Berühren des Ohres, sind dies oft Indizien für Ohrprobleme bzw. eine Ohrenentzündung. Oft zeigt der Hund dann auch ein verändertes Verhalten. Er schüttelt sich oft, kratzt sich vermehrt am Ohr oder hält den Kopf schief. Die Ohrreinigung beim Hund ist generell ein sehr sensibles Thema und Ohrprobleme. Oder wenn ihr entzündete Ohren seht oder irgendetwas euch komisch vorkommt, solltet ihr es auf jeden Fall immer mit dem Tierarzt abstimmen und im Notfall lieber einmal mehr hingehen und euch dort beraten lassen, weil, wie gesagt, Ohrprobleme sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Für die Ohrreinigung des Gehörgangs gibt es spezielle Ohrreiniger. Die erhaltet ihr entweder als einzelne Ampullen oder größere Vorratsflaschen, die Verschmutzungen und Ohrenschmalz aufweichen und daher besser aus dem Ohr entfernt werden können. Darüber hinaus haben die Ohrreiniger auch pflegende Eigenschaften für den Gehörgang. Dies minimiert das Risiko von Hautirritation. Ihr solltet darauf achten, dass euer Ohrreiniger keinen Alkohol enthält, denn Alkohol kann auf der Haut und im Ohr brennen und die Haut reizen oder austrocknen. Für die Reinigung mit dem Ohrreiniger lasst ihr etwas Flüssigkeit, am besten direkt aus der Flasche, in den Gehörgang laufen. Der Ohrreiniger muss für die Reinigung des Ohres angenehm körperwarm sein. Andernfalls ist es für den Hund sehr unangenehm, wenn der Reiniger zu kalt in den Gehörgang fließt. Danach wird die Ohrmuschel massiert und die Lösung im Gehörgang verteilt. Abschließend soll sich der Hund schütteln, um die gelösten Verschmutzungen zu lösen. Bei starken Verschmutzungen empfiehlt sich die Reinigung im Freien, damit man keine Rückstände nach dem Schütteln an Möbeln oder Wänden hat. Hunde haben einen sehr langen, L-förmigen Gehörgang. Dadurch kann sich Ohrenschmalz tief im Gehörgang ablagern. Rassen wie bei meinem Beispiel hier der Pudel mit dichtem, längerem Fell und hängenden Ohren neigen besonders zu Ohrenproblemen. Bedingt durch die Haare kann der Gehörgang verstopft und verdreckt werden und die fallende Ohrstruktur erschwert darüber hinaus noch die Belüftung des Gehörgangs. Gerade bei den kleineren Pudelgrößen kann der Gehörgang zusätzlich noch verengt sein. Durch diese Faktoren ist eine optimale Luftzirkulation nicht mehr gewährleistet. Auf keinen Fall sollten Wattestäbchen für die Reinigung benutzt werden. Damit kann der Schmutz nur noch tiefer ins Ohr geschoben werden, der Gehörgang kann verletzt werden oder auch Fremdkörper im Ohr wie Grannen können noch tiefer ins Ohr gelangen und zu starken Entzündungen führen. Das Ohr nach der Reinigung? Beim Ohrenreinigen sollte immer auf Hygiene geachtet werden.
Es sollte niemals von einem in das andere Ohr, zum Beispiel mit dem gleichen Feuchttuch, gewischt werden. Es darf kein Schmutz an die Ohrreinigerflasche gelangen und die Hände sollten gut gesäubert werden nach jedem Ohr. Das ist wirklich ganz wichtig.